Du wirst hier warten müssen, mein Freund. Es ist besser, wenn ich allein weitergehe. Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Come Deliverance. Beim letzten Mal haben wir uns ja ein bisschen auf Thalmberg, aufgehalten und haben erfahren, dass er ratzig mit den Scarlets dann vor Sigismund fliehen konnte, die ja dann auch quasi selbst nach Thalmberg gekommen waren. Und wir sind jetzt nochmal aus Thalmberg geflohen, denn wir wollen unsere Eltern beerdigen. Und dafür haben wir uns jetzt quasi aus der Burg gestohlen, haben uns ein Schwert und ein Schild, beziehungsweise das Schwert ist ja das von Ratzig, haben uns Ausrüstung und ein Schild geschnappt und werden jetzt mal gucken, dass wir irgendwie nach Scarlets kommen. Aber wir müssen ja wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen. Wer bist du denn? Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Das ist ein Plünderer. Aber wie gesagt, mit dem Schild brauche ich jetzt halt nicht gucken, in welche Richtung ich blocke, was das Ganze schon deutlich angenehmer macht. Trau dich doch! Das war genug. Zumindest glaube ich das. Ich hatte noch nie bei dem Schild das Gefühl, dass ich gucken müsste. Wenn ich halt blocke. Sehr gut. Na, du bist erledigt. Ihn einfach ziehen lassen, ihn unbewaffnet. Gut, dann lassen wir ihn mal. Wobei unbewaffnet ist natürlich auch fies in dem Bereich hier, aber ich will nicht, dass er mich nochmal angreift. Umbringen müssen wir ihn jetzt ehrlich gesagt nicht. Bewaffnet gehst du nirgendwo hin. Lass deine Waffe liegen und hau ab. Ich hab wohl keine Wahl. Gut, was ist denn das für eine Waffe? Ein Sechs. Gucken wir mal ganz kurz. Das wird wahrscheinlich nicht besser sein als das Schwert von Herr Ratzig, oder? Gehe ich mal ganz stark davon aus. Das Ding ist schon kaputt. Und das macht 33 und Ratzigs Schwert macht 45. Okay. So, wir können die jetzt hier plündern. Das Essen ist natürlich, wie steht's mit unserer Sattheit? Sattheit ist noch ganz gut. Energie ist halt nicht ganz so geil. Ich weiß nicht, ob... Na, ich glaube, das Obst könnte tatsächlich theoretisch Energie geben. Ja, ich will die Leute jetzt hier eigentlich nicht ausplündern. Dafür bin ich nicht hier. Ich würde sagen, wir kümmern uns schnell um die Beerdigung. Und dann machen wir hier wieder weg. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust hier, alle möglichen Leute auszuplündern. Ich meine, wenn mich jemand angreift, ist das eine Sache. Dann gucke ich mal, ob ich den vielleicht auch ausnehme. Aber ich werde jetzt hier nicht anfangen, Großleute zu plündern. Das ist dann, glaube ich, auch nichts, was Heinrich so gerne machen würde. So, wo liegt's? Ich sehe Scarlets gar nicht gerade. Gerade hat man es doch aber in der Szene noch gesehen. Ach doch, da, wo es so raucht, da müssen wir hin. Wahrscheinlich, ne? Da, wo dieser Rauch aufsteigt. Ja, ich meine, die Sigismunds Armee ist ja hier eine Weile oder beziehungsweise erst vor kurzem abgezogen. Quasi am Morgen dieses Tages. Ja Gott, das ist der Köhler. Der hier? Oder er hier? Ah, der Köhler. Ach so, ja, der, von dem wir die Kohle gekauft haben. Ja, ja, das war der zweite. An den erinnere ich mich gerade wieder. Ich erinnere mich zumindest an seine Kleidung. An sein Gesicht jetzt nicht mehr so ganz, aber an seine Kleidung. Ja, gut, dass einige der Freunde wahrscheinlich tot sein werden oder der Bekannten von Heinrich. Damit muss man ja leider rechnen.
Damit werden wir rechnen müssen, dass wir wahrscheinlich auch noch andere Leute sehen, die hier gestorben sind. Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihm denn getan? Frage ist vielleicht noch, ob Bianca noch überlebt hat. Die war ja wahrscheinlich in der Schenke, dort wo die eingetroffen sind, die Typen. Sie hatte wahrscheinlich, sie hatte zumindest einen längeren Weg. Ist das schon wieder ein Plünderer? Willst du mich... Okay. Was hast du jetzt zu suchen? Lebensmüde, was? Das sagt gerade der Richtige. Hallo? Blocke wenigstens, dann zieht's nämlich nicht so viel Ausdauer. Und schlag mal zu, Junge. Haha, Schwert. Schwert ab hier. Können wir dann bald auch ein bisschen was mit dem Schwert skillen. Ausdauer haben wir halt echt noch nicht viel. Oh, den habe ich aus Versehen getötet. Na dann. Das sollte man eigentlich mit dem Schwert machen, weil ich hatte jetzt mein Schwert schon weggesteckt aus Versehen. Axt können wir auch lernen. Ich meine, im späteren Verlauf wird es halt eigentlich cleverer, theoretisch auf stumpfe Waffen zu setzen. Weil man halt dicke Rüstung mit einem Schwert nicht so stark durchdringen kann. Da sind halt stumpfe Waffen enorm viel stärker als Schwerter. Aber ich werde mich wahrscheinlich trotzdem mit dem Schwert weiter... Oder ich werde trotzdem weiter das Schwert benutzen, weil... Ja, das ist meine Lieblingswaffe nun mal. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so das Beste ist. Ja, alle tot hier. Gut, hier ist Scarlet's. Ach toll, das Tor ist kaputt. Das heißt, ich muss mir irgendwie einen anderen Zugang suchen. Ich habe den Banditen jetzt gar nicht geplündert, fällt mir auf. Da hätte vielleicht noch was Interessantes drin sein können. Naja, also drin sein. Er hätte was Interessantes dabei haben können, meine ich. Wenn ich ihn jetzt getötet hatte, hätte ich ihn ja auch plündern können. Aber gut, ist jetzt glaube ich auch nicht so wichtig. Wie gesagt, wir sind ja hier nicht zum Plündern. Wir sind eigentlich nur hier, um unsere Eltern zu beerdigen und dann geht's auch wieder zurück. Wir wollen hier unten nicht länger bleiben als nötig. Ich glaube, da vorne ist schon wieder ein Plünderer. Da ziehe ich meine Waffe diesmal aber im Vornherein. Wer ist da? Ja, ich bin's nur. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlacht. Wieso nennt er mich ein Schwein, das zur Schlachtbank kommt? Und zack. Sagt der Richtige, du hast noch nicht einen Schlag getan, Junge. Der hat nur einen Knüppel dabei. Ja gut, aber ich lasse den auch erstmal unbewaffnet wieder ziehen. Ich lass dich laufen. Aber die Waffe bleibt hier. In Ordnung. So, aber den Knüppel brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. So, stecke ich mal ganz kurz die Waffe weg und jetzt sind wir dann auch in Scarlet's. Ah ja, hier war da der Markt vorhin. In der ersten Folge noch. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Scherbe. Ja gut, ich will jetzt die Leute ja ehrlich gesagt nicht plündern. Darum geht's mir jetzt wirklich nicht. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Beziehungsweise Wichtigeres. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Bist nicht geflohen. Bist sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. Das ist der Deutsche, der ja sich auf die Seite von Sigismund gestellt hatte. Und ich glaube... Kann das sein? Nein, ja. Nein. Wieso? Warum gerade du gegangen? Ich finde die Bastarde, die dir das angetan haben. Ich werde sie finden, das schwöre ich. Warte kurz. Ich suche meine Eltern und kümmere mich dann um dich. Ich lasse dich nicht so hier liegen. Sie hat sogar Retterschnaps dabei. Und einen Ring. Steht dazu irgendwas? Der Ring, den du Bianca gegeben hast. Den lassen wir ihr mal. Quasi als letztes Geschenk. So, unsere Eltern waren ja hier irgendwo umgekommen in dem Bereich. Ah, da liegen sie. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir.
Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter leben. Hier, unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. Gut, dann müssen wir sie jetzt beerdigen. Dafür brauchen wir, ja, eine Schaufel. Könnte überall sein. Ah ja, hier guck mal, das Haus von Kunisch. Hat's den eigentlich auch erwischt oder konnte der fliehen rechtzeitig? Ich meine, wir haben ihn zwar noch verprügelt, aber wir haben ihn wenigstens, und das mit unseren ganzen Freunden eigentlich, wir haben ihn wenigstens gekannt. Irgendwo hier ist ein Hund. Wahrscheinlich ein vereinsamter Hund irgendwo, aber darum kann ich mich jetzt nicht kümmern und will mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht drum kümmern. Ist jetzt nun wirklich nicht meine Aufgabe, wenn ich ehrlich bin. So, wir brauchen eine Schaufel. Hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wo man die herkriegen soll. Oder herkriegen könnte, wer hier eine Schaufel besessen haben könnte. Irgendwo muss es die ja geben, aber irgendwie komme ich dem Hund näher. Ich höre irgendjemanden auch reden, kann das sein? Was ist denn los, Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Ja, das ist Bischek, für die sich nicht mehr ganz, ganz erinnern können. Das war einer von den Typen, mit denen wir uns geboxt haben, nachdem wir das Haus vom Deutschen eingesaut hatten. Ja, im Endeffekt, offensichtlich will er nur sein Herrchen bewachen und du willst ihn offenbar ausplündern. Ja, also habt ihr ein kleines Disagreement, wenn man das mal so sagen darf, ne? Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Nun, ach komm, warum eigentlich? Ich brauche ja jetzt nicht hier auf großen Konfliktkurs gehen. Ich meine, auch wenn wir den Typen wahrscheinlich nicht sonderlich gemocht haben, sind wir ja immer noch, oder haben wir ja beide mehr oder minder hier eine ganze Menge verloren, ne? Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Ja, das Ding ist, ich brauche aber die Schaufel, ne? Aber wenn wir schon mal hier sind, würde mich mal interessieren... Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Und Theresa, hast du von der noch was gehört? Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und weiß Gott was noch. Nein, ich weiß nichts. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Na gut, ja, aber ich bräuchte deine Schaufel. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist sie dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Na klar. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Ja, wir bleiben... Also ich meine, der Typ geht mir jetzt schon ziemlich auf den Sack, aber wir bleiben mal freundlich. Wie gesagt, es gibt ja nicht viele Leute, denen wir noch irgendwie... Oder die hier noch leben oder die wir noch irgendwie aus unserem Dorf kennen. Beziehungsweise es gibt noch mehr, die ganzen, die nach Ratei gezogen sind, aber... Vater schmiedete es für Herrn Ratzig.
Ich muss es ihm bringen. Es steht nicht zum Verkauf. Dann heb das Grab mit dem Schwert aus. Schauen wir mal, wie gut das geht. Und wo willst du deine Eltern eigentlich begraben? Doch nicht hier in ungeweihtem Boden, oder? Ganz ehrlich, er geht mir schon ein bisschen auf den Sack, aber wir bleiben mal ruhig. Wie gesagt, wir haben nichts davon, wenn wir jetzt aggressiv werden. Vater wollte hier begraben werden und ich kann sie nicht nach St. Jakob bringen. Vielleicht finde ich später einen Pfarrer, der den Boden segnet. Gut, du willst mir die Schaufel also nicht geben. Ja, dann müssen wir vielleicht doch ein bisschen aggressiver werden, ne? Ich hab dich beim Leichenfleddern gestört. Bist du deswegen so gereizt? Du Bastard! Hast du denn keinen Funken Ehre? Und wenn schon. Der Fleischer braucht sein Geld ja wohl nicht mehr. Und wenn ich drüber nachdenke, dein Schwert würde mir auch gut passen. Jetzt geht das schon wieder los. Drückst du es ohne Tamtam raus oder willst du wieder Fleischer enden? Du berührst dieses Schwert nur, wenn ich es dir in die Eingeweide treibe. So läuft's also. Nur mit Schwert. Gut, er ist jetzt abgehauen, hat die Schaufel hier gelassen. Soll es mir recht sein. Soll er machen. Was ist mit dir hier? Kann ich dir noch irgendwas... Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird es nicht mehr benötigen. Ja, nee, wir werden ihn jetzt nicht plündern. Wir haben gerade... Also ich finde, das wäre halt jetzt... Das ist halt dann wieder so ein bisschen so ein Ding. Ich meine, Heinrich macht den übel sauer an, dass er die Leichen plündert. Und ich soll jetzt den... Oder ich würde jetzt den Fleischer selbst plündern. Das wäre halt irgendwie ziemlich bescheuert, muss ich mal sagen. Das würde halt dann so gar nicht zum Charakter passen. Man kann natürlich sagen, dass die Wut gespielt war von Heinrich. Aber ich finde, das kam halt nicht so rüber. Deswegen bin ich auch mal der Meinung, dass wir einfach keine Leichen plündern werden hier. Sondern wir kümmern uns um die Sache, weswegen wir hier sind. Achso, ja. Okay, bevor ich sie da hochtrage, sollte ich erstmal das Grab ausheben. Dann schauen wir doch mal. Hier noch irgendjemand? Ja, hier ist auch alles zerstört. Ich meine, wir können mal ganz kurz, wenn wir schon mal hier sind, vielleicht zur Burg gucken. Dort, wo sich Ratzig und die anderen Leute ja verschanzt hatten. Ah, da kommen wir nicht rein. Ich dachte schon, vielleicht kommen wir da rein. So ein Mist, dass dieses Zeug aber auch genau in den Eingang gefallen ist. Ja, hier die alte Schmiede, wo wir noch das Schwert für Herrn Ratzig geschmiedet hatten. Die ist natürlich jetzt auch zerstört. Und dann heben wir jetzt aber mal schnell schnell das Grab aus, bevor wir hier noch Ewigkeiten rumhängen müssen. Ganz so schön ist die Gegend ja auch nicht. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Na dann. Also. Legen wir mal los. Verdammt nochmal. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bischek? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche?
Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lasst mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Es hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Alter, hat der einen fetten Knüppel. Okay, gucken wir mal. Au, Alter, was? Der haut ja zum Glück überhaupt nicht rein, der Typ. Ja, ich glaube, fast gegen den haben wir keine Chance. Boah, der haut einfach voll das Schild weg. Ich glaube, fast gegen den haben wir keine Chance mit unseren Fähigkeiten. Der ist ein bisschen stärker als wir. Oh, fuck. Ja, geil. Das war ja machbar. Der haut dann doch ein bisschen zu fest zu. Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Das ist ein schönes Stück. Dem Anführer wird's gefallen. Brandneu, hab ich recht? Und nun ergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein würde. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Hört auf mit den Spielchen. Heilige Scheiße.